Ganz herzlich willkommen zu dieser Session 3 Entscheidungsprozesse im Gegenstrom im Rahmen dieser kurzen Weiterbildungsrunde des Hochschulforums Digitalisierung. Ich darf Sie heute im Namen des Teams des HFD begrüßen. Und mein Name ist Barbara Wagner. Ich hatte mich schon öfters mal vorgestellt ich glaube, da brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Besonders freut mich, dass wir hier gerade schon wieder 280 Personen im Raum haben, 282, die sich heute Nachmittag, ich weiß nicht, wie heiß bei Ihnen ist, in Berlin ist es immer noch heiß, hier mit uns über dieses Thema beugen möchten. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Barbara Ghetto für diese Session gewinnen konnten. Sie ist seit diesem Jahr, wenn ich das richtig sehe, Professorin für Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Sie forscht und berät zum Thema Hochschulentwicklung und zu Digitalstrategien, wie habe ich es ausgedrückt, nicht erst seit gestern, und engagiert sich in diversen Auswahlkommissionen, die ich jetzt hier gar nicht aufzählen kann, und ist eben auch seit Beginn an im Hochschulforum Digitalisierung aktiv. Ganz besonders freut mich, dass sie in diesem Jahr eben auch in der Jury dabei sein wird bei der Peer-to-Peer-Beratung, bei der Auswahl der nächsten Hochschulen, die wir hier beraten dürfen. Vielleicht ganz kurz, wo wir aktuell stehen. Wir hatten letzte Woche den ersten inhaltlichen Schwerpunkt mit dem Thema Ziele, strategische Ziele vom Profil her denken. Hier war Tina Ladwig mit meiner Kollegin Janika Budde hier zu sehen. Und es gab eben ganz kurze, einen theoretischen Einblick zu den Grundlagen der Strategieentwicklung, wie man diese profilbildend angehen kann. Und vorgestellt wurde dann auch noch ein Best-Practice-Beispiel, das war sehr schön, von der Bauhaus-Universität Weimar. Und heute gehen wir eben über ins nächste Thema, Entscheidungsprozesse im Gegenstrom. Wir reden über Entscheidungsprozesse im Gegenstrom und das im Kontext von Digitalstrategien. Und ich finde, dieser Titel im Gegenstrom, der sagt eigentlich schon fast alles aus. Also eigentlich braucht man fast nicht mehr dazu zu sagen, oder Frau Wagner? Wir können eigentlich sagen, so ist das. Und Gegenstrom zeigt ja eigentlich genau das, was wir auch an Hochschulen vielfach erleben. Und ich habe viele Hochschulen jetzt auch von innen kennengelernt, dadurch, dass ich viel mit Vorträgen und auch mit Workshops an Hochschulen war. Ich bin jetzt, wie gesagt, an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Ich habe letztes Jahr einen kleinen Ausflug an die Fernuniversität Hagen gemacht als Vertretungsprofessorin. Ich habe gesehen, auf der Sporthochschule Köln ist auch eine Kollegin da. Auch da gab es eine Stippvisite. Lange war ich an der Universität Duisburg-Essen. Also sind sehr, sehr, sehr unterschiedliche Hochschulen, die ich kennengelernt habe. Aber es ist doch vom Prinzip her, sind gewisse Dinge doch auch in gewisser Weise ähnlich. Nämlich, dass wir eigentlich immer, wenn wir über Digitalisierung und die Entwicklung und die Umsetzung von Digitalstrategien für Studium und Lehre sprechen, eigentlich immer dieses Gegenstromprinzip irgendwo haben. Also es ist in dem Moment, wo wir Digitalisierung als strategisches begreifen und sagen, es ist eine Aufgabe auch des Hochschulmanagements, Strategie ist eine Leitungsaufgabe, dann haben wir auf der anderen Seite eben das Hochschulorganisationskulturspezifische. Nämlich, dass wir eigentlich eher auf eine Bottom-up-Strategie setzen würden. So, das ist sozusagen das, was mit diesem Gegenstromprinzip gemeint ist. Und da kommen wir aber eigentlich am Ende nochmal drauf zurück. Wenn wir erst einmal vielleicht noch ein paar Begriffe klären. Digitalisierung ist ja so, wie wir es jetzt auch hier im Kontext im Hochschulforum Digitalisierung diskutieren. Das haben wir jetzt ja eigentlich, glaube ich, alle soweit mitverfolgt und auch sehen das ja auch, dass Digitalisierung natürlich keine reine technische Entwicklung ist, sondern dass sie, so wie der Begriff im Deutschen ja benutzt wird, Digitalisierung meint ja auch eben Veränderungswirkungen in allen unseren Lebensbereichen, in einen gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess. Und als solchen
Und als solche betreiben wir sie natürlich auch an den Hochschulen. Also wir haben auf der einen Seite eben die technologischen Entwicklungen und auch das ist eben für die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien wichtig. Aber auf der anderen Seite eben gerade, wenn wir in den Kontext Studium und Lehre gucken, wissen wir auch, naja, es ist einfach mehr und es ist auch nochmal komplexer und es wird auch nochmal an anderen Orten diskutiert. Das heißt, mit Digitalisierungsstrategie beschreiben wir zum einen Ziele, definieren Ziele, diskutieren Ziele, idealerweise, das haben Sie mit Tina Ladwig letzte Woche sicherlich besprochen, idealerweise eben auch Hochschulentwicklungsziele, keine Technisierungs-, keine Digitalisierungsziele. Aber Digitalisierung meint auch eben, dass Entscheidungssituationen systematisiert werden, dass wir uns auf Prozesse einigen, dass wir Handlungsmaximen, Handlungsroutinen, Maßnahmen definieren. Und das geht alles eben auch schon in das, wo wir über Prozesse nachdenken, wo wir auch über Entscheidungsprozesse und Akteure nachdenken müssen. Wer ist involviert? Was wird wo entschieden? Und wen betrifft es eigentlich? Wen betrifft es? Wer setzt es um? Wer entscheidet es? Wer diskutiert es? Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, wo ich jetzt einfach auch nochmal sensibilisieren möchte. Im Übrigen habe ich im letzten Jahr auch durchaus verfolgt, dass es gerade aus dem Bereich der Hochschulforschung gar nicht so sehr man froh ist anscheinend über den Begriff der Digitalisierungsstrategien für das, was wir hier diskutieren. Ein bisschen vielleicht, weil er doch sehr stark erinnert an so planwirtschaftliche Bewirtschaftungsinstrumente und auch sehr, sehr starr in gewisser Weise ist. Und dort eigentlich eher der Policy-Begriff für das, was wir unter Digitalisierungsstrategien bezeichnen, verwendet wird, weil der eher die Prozesse unterstreicht, die im Kontext der Digitalisierung stattfinden. Also eben nicht nur dieser technische Prozess, sondern eben und vor allem auch ein organisationsbezogener und ein sozialer Prozess. Und dafür würde ich aber sagen, ist ein Strategiepapier. Ich habe mich an den Begriff sehr gewöhnt. Also für mich war das immer eher so ein bisschen eine militärische Konnotation. Ja, wir sprechen von Strategien, wir sprechen davon, Allianzen zu bilden und so weiter. Also das war für mich eher die Konnotation. Aber ansonsten finde ich, dass der Strategiebegriff oder dass das Strategiedokument auch eben sehr, sehr wichtig ist in eben als Kommunikations- und auch als Dialoginstrument. Wenn wir schauen, was jetzt eigentlich anders ist, also warum ist es so kompliziert an Hochschulen, Digitalisierung voranzutreiben und warum sind wir doch, also ich würde sagen, zumindest bis zu Corona, bis zur Pandemie, war ja eigentlich so unter E-Learning-Spezialistinnen und Spezialisten ist eigentlich schon so, dass man immer das Gefühl hatte, man bleibt irgendwie auch hinter den Erwartungen zurück, also es könnte irgendwie mehr gehen. Warum ist es so kompliziert, Digitalisierung in Studium und Lehre wirklich flächendeckend zu erreichen? In Klammern ist die Frage, haben wir es jetzt eigentlich schon und können wir mit den Strategiebestrebungen aufhören oder nicht? Aber da will ich gleich nochmal mit Ihnen drüber sprechen. Und da ist mir auch Ihre Einschätzung, würde mich da auch nochmal sehr interessieren. Aber kommen wir nochmal zurück. Also wenn wir schauen, also das erste Projekt, an dem ich gearbeitet habe an der Hochschule, das war 2005. Da ging es um E-Learning in Lehrveranstaltungen. Also da schaute man wirklich auf die einzelne Lehrveranstaltung, einzelne Lehrende. Es ging darum, meine Aufgabe war mediendidaktische Beratung von Lehrenden. Und da sehen wir eigentlich schon, es ging eigentlich sehr, sehr stark an die Graswurzel, die zu fördern. Also es ging um Bottom-up-Strategien. Es ging darum, E-Learning in einer einzelnen Lehrveranstaltung zu verankern. Und dafür braucht man natürlich eigentlich keine Strategie. Wenn wir jetzt heute über Digitalisierung von Studium und Lehre sprechen, dann ist es ja wie gesagt, ein sehr viel umfassender Prozess. Das heißt, es sind viel mehr Personen involviert. Was eben auch bedeutet, dass es in gewisser Weise, wenn es als Hochschulganzes stattfinden soll, dass bestimmte Aspekte eben auch aufeinander abgestimmt sein müssen. Um ein Beispiel zu geben, vor 15 Jahren wäre es natürlich auch, war die Idee im Grunde genommen, dass eigentlich jeder Medien in der Lehre einsetzen kann und will, wie er oder sie möchte. Jetzt sind natürlich aber die Systeme auch viel komplexer geworden heute. Das heißt, wir müssen uns auch natürlich Gedanken darüber machen, Fragen des Datenschutzes, Fragen des Supports. Das wiederum macht man natürlich nicht für Einzelpersonen, sondern das macht man für eine ganze Einrichtung. Das heißt, auch die IT-Governance, um nochmal einen weitere Stakeholder ins Spiel zu bringen, stehen vor ganz neuen Aufgaben. Es ist eigentlich auch ganz lustig, an diesem Beispiel kann man auch nochmal sehen, wie sich eigentlich diese Prozesse an den Hochschulen verändert haben, dass
es irgendwie Forderungen danach, dass die IT-Governance an Hochschulen über so etwas wie einen CIO geregelt werden müsste. Das wurde bereits um 2000 herum, haben das so DINI oder Hochschulrektorenkonferenz, ZKI, die haben das damals bereits gefordert. Und da gab es an weniger als 15% der Hochschulen, gab es überhaupt sowas wie einen CIO. Man hat, wenn ich das richtig verfolge, war die Diskussion damals, man fand das irgendwie zu privatwirtschaftlich, man sagte, das passt nicht zu den Prozessen an Hochschulen. Und dann gab es aber eigentlich im Grunde genommen eine neue Diskussion ab 2017, wo man gesagt hat, naja, aber es geht jetzt weniger um Verwaltungs- und Unterstützung von Verwaltungsprozessen und weniger um die Rechenleistung oder um das Steuern von Softwareentwicklung, sondern es geht wirklich um digitale Prozesse in allen Bereichen der Lehre. Das heißt, IT-Governance ist eine Führungsaufgabe auf Hochschulleitungsebene und nicht IT-Steuerung auf operativer Ebene. Und ich finde allein an dieser Entwicklung, also dass das eigentlich im Grunde genommen, man sieht, es sind andere Player involviert und es ist auch auf einer anderen Ebene jetzt zu diskutieren, fand ich eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel für das, was wir eben im Kontext Digitalisierung von Studium und Lehre eben auch berücksichtigen müssen. Das ist sozusagen so einmal dieser, was ist jetzt eigentlich besonders an diesem Digitalisierungsthema und wie kann man das eigentlich als Veränderungsprozess irgendwie sehen und was hat sich da auch verändert? Was in gewisser Weise auch zum nächsten Thema führt, Veränderungsprozesse an Hochschulen, was eigentlich in gewisser Weise mein vielleicht Leib- und Magenthema ist, wie Veränderungsprozesse an Hochschulen gestaltet werden. Ich habe Ihnen dazu kann ich Ihnen sehr, sehr wärmstens empfehlen, ein Video, was wir für Sie auch bereitgestellt haben von Wilfried Müller, das heißt zur Organisationswerdung der Hochschulen, der eigentlich auch nochmal sehr, sehr gut, finde ich, nachvollziehbar auch erklärt, was eigentlich das Spezifische an der Organisation Hochschule ist. Ich habe jetzt so ein bisschen gesehen, wer hier gekommen ist. Sie arbeiten, glaube ich, in sehr, sehr großen Teilen arbeiten Sie an Hochschulen. Das heißt, ein implizites Verständnis davon, wie Hochschule funktioniert, haben Sie. Ich fand es trotzdem an vielen Stellen erhellend und auch hat für mich viele Aha-Momente gehabt, das nochmal sozusagen von jemandem mit der Erfahrung und dem abstrakten Wissen auch zu hören. Wilfried Müller hat im Übrigen auch, und das wird sie vielleicht zum Schmunzeln bringen und das sagt auch eigentlich schon viel, hat den Begriff des Durchwurstelns tatsächlich irgendwie auch als Fachwort für Innovationsprozesse von Studium und Lehre etabliert. Das wäre dann nochmal ein weiterer Literaturhinweis, den Sie auch finden in der Liste. Also kurzer Ausflug in die Hochschulforschung, das ist, was sind Hochschulen für Organisationen? Sind es Organisationen? Sind es Institutionen? Das ist irgendwie eine Diskussion, die geführt wird. Und warum ist das denn eigentlich wichtig für das, worüber wir heute sprechen, nämlich eben für diese Entscheidungsprozesse? Und es ist insofern wichtig, dass ich denke, dass man ein Bewusstsein darüber haben muss, wie Veränderungsprozesse gestaltet werden können und wie Entscheidungsprozesse eigentlich realistischerweise funktionieren. Und es hat sich die Sichtweise durchaus durchgesetzt, dass deutsche Hochschulen, sage ich jetzt mal so, keine vollständigen Organisationen sind, sondern sie sind eigentlich eine sehr widersprüchliche Organisationsform oder sehr widersprüchliche Einheiten von Organisation und Institution. Was heißt das jetzt und warum ist das wichtig hierfür? Also Organisation heißt, es gibt auf der einen Seite eine hohe Verpflichtung der Mitglieder auf die Erfüllung der zentralen strategischen Ziele, also bei allen Unterschieden, die sie haben. Und Institution heißt, man orientiert sich an bestimmten Werten und Normen. In den letzten 30 Jahren sind Hochschulen mehr Organisationen geworden. Also hören Sie sich wirklich gerne dazu Müller nochmal an. Für hier und jetzt ist eigentlich die Quintessenz, also es gibt einen hohen Autonomiezuwachs bei gleichzeitiger Stärkung der Hochschulleitung. Aber die Hochschulleitungen sind gestärkt, die oberen und mittleren Leitungsorgane haben aber weiterhin nur begrenzte Steuerungsmöglichkeiten. Denn im Alltagshandeln, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, um nochmal neue Stakeholder hier reinzubringen, im Alltagshandeln der Forschenden und der Lehrenden gibt es eben andere Prinzipien und bestätigte Normen, die eher nicht aus der eigenen Institution, nicht aus der eigenen Organisation kommen, sondern die sich in ihren Fachcommunities etabliert haben.
Das heißt, wenn wir über Entscheidungsprozesse im Kontext der Digitalisierung von Studium und Lehre sprechen, dann ist es ein wichtiges, darüber nachzudenken, wie ist denn die Rolle der Lehrenden und wie ist auch die Rolle der Fakultäten und der Studiengangsleitung und der Curriculumsentwicklung. Schauen wir nochmal auf die Rolle der Lehrenden. Das ist eigentlich im Grunde genommen der auch in gewisser Weise ein zentraler Punkt. Hochschullehrende, ich habe das in verschiedenen Vorträgen auch schon mal, viele von Ihnen, die kennen mich ja auch schon länger, wissen, dass ich das auch in meiner Doktorarbeit lang und breit mir angeschaut habe, wie eigentlich die Rolle der Lehrenden hier ist und wie deren Motivation ist, sich an digitaler Lehre zu beteiligen oder eben nicht. Und eben genau dieses Spannungsfeld zwischen, eigentlich bin ich mit meinen Werten und meinen Normen, mit meiner Forscherinnen-Community assoziiert. Ich orientiere mich daran, was meine Peers machen, und meine Peers sind nicht an meiner eigenen Hochschule. Das heißt, meine eigene Hochschule hat eigentlich im Grunde genommen wenig Möglichkeiten, auf mich und mein Verhalten einzuwirken in dem Sinne. Ja, was heißt das jetzt wiederum? Aber auf der anderen Seite habe ich das Spannungsfeld, dass gerade seit der Studienreform die Ausgestaltung der Lehrveranstaltung, da bin ich natürlich weiterhin in meiner Freiheit als Forscherin frei. Es gibt das Gesetz der Freiheit der Lehre. Aber ich muss natürlich in gewisser Weise in meinen Studiengang passen. Der muss akkreditiert sein. Das heißt, irgendwie muss das alles in die Curriculumsentwicklung passen. Das heißt, im Grunde genommen habe ich eine ganz, ganz wichtige Akteure hier, nämlich auch nochmal die Studiengangsleitungen und die Fakultäten. Und da habe ich jetzt auch festgestellt, tatsächlich in ganz vielen Prozessen, dass es da manchmal irgendwie so ein Dialogvakuum gibt. Also dass wir auf der einen Seite, mit wir meine ich jetzt, wir E-Learning-Entwicklerinnen, wir Digitalisierungsstrategien an Hochschulen vorantreiben wollen. Wir sprechen viel mit Lehrenden, wir sprechen mit Hochschulleitungen, wir sprechen mit Hochschuldidaktik, wir sprechen mit IT-Centern, E-Learning-Support und so weiter. Und tatsächlich eigentlich das, was auf der Curriculumsentwicklungsebene stattfindet, da fehlen uns manchmal die Adressaten. Und das vielleicht auch nochmal so als ein wichtiger Punkt. Digitalisierungsstrategie meint also, dass wir uns über ganzheitliche Gesamthochschulkonzepte Gedanken machen. Zielgruppe Studierende, sehr gute Frage, fällt mein Blick gerade aus auf der TU Dortmund. Inwiefern wirken die Studierenden tatsächlich auf die Strategieentwicklung der Hochschule ein? Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Wir sagen, wir brauchen Abstimmungsprozesse, wir brauchen Entscheidungsprozesse, wir müssen im Grunde genommen eine Zielvorstellung haben, zu der die Maßnahmen, die wir planen, die zur Erfüllung dieser Ziele beitragen. Und die Frage ist eigentlich, wie passiert das jetzt? Top-down, bottom-up? Ich habe von den Organisationsentwicklern um mich herum einen neuen Begriff gelernt, das ist das Middle-Out. Und ich glaube, das ist der vielleicht. Aber ich will nicht direkt alles, Spoiler-Alert, ich will nicht direkt alles vorwegnehmen. Fakt ist, wenn eine Hochschulleitungsebene ein Konzept entwickelt, besteht immer die Gefahr, dass die Akzeptanz bei wesentlichen Stakeholdern, zum Beispiel eben bei Hochschullehrenden, nicht gegeben ist. Das ist das klassische Top-Down-Dilemma. Das muss ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht groß erklären. Es ist natürlich eh klar, dass man aber in gewisser Weise Entscheidungen, die eben eine Strategie einer Organisation betrifft, natürlich aber auf Leitungsebene treffen muss. Es entspricht aber nicht der Kultur wiederum der Hochschule, dass Top-Down etwas entschieden wird. Wenn ich jetzt sage, naja, es gibt doch so viel, wer ist denn eigentlich alles, wer macht denn alles E-Learning an unserer Hochschule? Also so wie man es vor 10, 12 Jahren gemacht hat, dass man gesagt hat, ja, lass doch einfach mal schauen, was da ist und dann bringen wir es vielleicht so irgendwie zusammen. Haben wir festgestellt, dass die Divergenz der Anforderungen, und das hatte ich eingangs nochmal mit der IT-Governance auch versucht zu sensibilisieren für, dass sie im Grunde genommen ja eigentlich eine zu große Divergenz an Interessen und an technischen Voraussetzungen und an diesen Dingen haben. Also müssen wir im Grunde genommen einen Weg finden, der einerseits Maßnahmen so entwickelt werden, dass Teilhabe und Mitwirkung entscheidender Schlüsselpersonen und Akteursgruppen gefördert werden, aber eben auch es sozusagen zu einem gemeinsamen Dach kommt. Was macht man also? Sind wir wieder bei einem strategischen, einem Kriegsbegriff wie Allianzen bilden?
Das haben wir an vielen Hochschulen gesehen. Frau Wagner bringt auch gleich noch mal Beispiele wirklich an Hochschulen, wie die diese Prozesse gestaltet haben. Also eben die Koalition derer, die sich erstmal für die digitalen Prozesse interessieren, die dafür verantwortlich sind und die auch eben die Lehrenden, die eben auch digitale Lehre umsetzen wollen, dass man die auch zusammenbringt. Ja, also das ist natürlich in gewisser Weise immer, sind diese diskursiven Prozesse, die Aushandlungen mit allen, alle mit ins Boot holen, verlangsamt natürlich ganz eindeutig die Entscheidungsprozesse, aber man hat doch auch mehr Akzeptanz. Das ist, denke ich, relativ offensichtlich. Dass diese Prozesse auch sichtbar gemacht werden müssen, ist auch etwas, was wir in der Arbeit mit Hochschulen sehr, sehr stark gemerkt haben. Also dass diese Prozesse, dass ich also mit möglichst vielen verschiedenen Personen spreche, dass es eigentlich gar nicht immer nur darum geht, jetzt auf dem Papier alle mitgeholt zu haben, sondern einfach auch darum geht, dass ein Verständnis dafür entsteht. Also ich hole natürlich 100.000 Meinungen ein und das macht es natürlich, wie gesagt, verlangsamt den Prozess, macht es komplex. Aber die Diskussionen im Kontext der Strategien haben natürlich auch immer schon mal einen Kommunikationswert an sich. Das ist damit gemeint, mit die das Strategiepapier ist im Grunde genommen auch schon ein Kommunikationsinstrument. Und bevor wir jetzt gleich nochmal in eine Diskussion gehen, vielleicht nochmal der Punkt Corona und die Digitalisierungsprozesse. Also man könnte jetzt ja meinen, dass Corona eigentlich ein Boost für die Digitalisierung war. Und ich glaube, das stimmt natürlich auch in gewisser Weise, weil, naja, die Hochschulen haben ja jetzt eigentlich in den letzten Semester alle vermeldet, sie haben komplett auf digitale Lehre umgestellt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, war jetzt gut dran, wer schon eine Strategie hatte, für den diese Entscheidungsprozesse schon definiert waren, haben die Strategien tatsächlich etwas bewirkt in der Pandemiezeit? Und welche Rolle haben die Strategien eigentlich für Entscheidungsprozesse in der Pandemie gehabt? Ich mache mit einer Kollegin an der PH Zürich im Moment gerade eine Befragung dazu. Wir sprechen mit Hochschulleitungen und Studiengangsleitungen in Deutschland und in der Schweiz zu dieser Frage und haben aber auch feststellen können, dass die Gremien, die für die Umsetzung von Digitalisierungsstrategien, also sowas wie eine Strategieberatungsgruppe, eine E-Learning-AG, eine Taskforce Digitale Lehre oder wie sie alle heißen, dass die gar nicht unbedingt diejenigen waren, die dann auch für die Corona-Entscheidungen während der Pandemie zuständig waren, also für die Entscheidung der Digitalisierung von Studium und Lehre während der Pandemie, so jetzt habe ich es, zuständig waren, sondern ganz oft neue Taskforces gebildet wurden, die weniger die strategische, die langfristige Perspektive im Sinn hatten, sondern eigentlich so wirklich um die Ad-hoc-Maßnahmen ging, also dass die Lehrenden, die Studierenden jetzt über die Semester zu bringen. Also die sozusagen für das Emergency Remote Teaching ist, glaube ich, der Begriff, der sich dafür durchgesetzt hat, zuständig waren. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht aus der Praxis, eins der Ruhr-Universität Bochum. Ich weiß gar nicht, haben wir heute jemanden mit dabei von der Ruhr-Universität? Dann gerne hier auch melden. Genau, nochmal zurück zum Praxisbeispiel. Ich habe Ihnen hier eins der Ruhr-Universität Bochum mitgebracht. Ich konnte auch live von Frau Freitag, der Vizepräsidentin für Lehre und Internationales, mir dieses Beispiel im Rahmen einer Peer-to-Peer-Beratung auch nochmal erläutern lassen. Und wir haben es auch in einer Best-Practice-Sammlung mit aufgenommen, die Unterlagen. Das heißt, die Ausarbeitung des Beispiels im Detail haben wir Ihnen auch schon zur Verfügung gestellt. Der Link wurde dazu schon einmal geteilt. Hier wurde, und es geht mir hier insbesondere um den Entscheidungsprozess bei der Strategieentwicklung. Hier wurde ein zweijähriger partizipativer Prozess im Gegenstrom Top-Down und Bottom-Up aufgesetzt, der sich insgesamt in vier verschiedenen Phasen gegliedert hat. Zunächst gab es hochschulweit einen ersten gemeinsamen Auftakt. Dort wurden
thematische zentrale Themen sondiert in Workshops eben mit Lehrenden und Studierenden. Die Studierenden wurden hier direkt beteiligt, aber auch die zentralen Einrichtungen, alles unter eben Leitung der Prorektoren für Lehre. Danach folgte bottom-up sozusagen die dezentrale Auseinandersetzung mit einer Bestandsaufnahme in den Fakultäten. In der dritten Phase wurden dann diese dezentralen Konzepte vorgestellt und eben auf eine gemeinsame Strategie zusammengefasst. Das heißt, es gab dann abgestimmte zentrale und dezentrale Handlungsfelder und auch Maßnahmen auf zentraler und dezentraler Ebene. In der Umsetzung, das ist hier ganz wichtig zu erwähnen, wurden aber auch Monitoring-Kriterien definiert. Also das heißt, die Nachverfolgung des Entwicklungsfortschritts war hier ein wichtiger Punkt. Und unterstützt wurde das Ganze natürlich auch von einem Universitätsprogramm Digitale Lehre, die eben mit festen Budgets die Umsetzung der Fakultätskonzepte unterstützt hat, um den zusätzlichen Mehraufwand entsprechend auch zu honorieren. Dann habe ich noch ein zweites Beispiel mitgebracht von der RWTH Aachen. Hier, das ist jetzt nur ein kurzer Auszug. Die Überschrift ist hier das Thema Ermöglichungskultur durch Organisationsstrukturen. Und da möchte ich ein bisschen skizzieren, wie kann man jetzt Prozesse an den Hochschulen etablieren, die eben auch eine Umsetzung so einer Strategie, in diesem Fall das Thema Ermöglichungskultur, langfristig zu sicherzustellen, jetzt unabhängig von der Strategieentwicklung selbst und diesem Prozess. Weiterhin ist es eben auch hier wichtig, die Verantwortung klar im Rektorat, in der Hochschulleitung zu verankern. In dem Fall ist es der Prorektor für Lehre. Daneben gibt es aber eben auch einen Rektoratsbeauftragten für Blended Learning. Und in den dezentralen Einrichtungen, also in den Fakultäten, gibt es jeweils einen Blended Learning Kümmerer, ob man das jetzt Beauftragter nennt oder Kümmerer oder einen ganz anderen Namen dafür wählt, der eben auch zur eigenen Hochschule passt, ist im Grunde egal. Es geht eben vor allem darum, in einer dezentralen Einrichtung, in den Fakultäten jeweils jemanden zu bestimmen, der dieses Thema eben auch klar vertritt. Und in diesem Fall beispielsweise auch Best Practices zur Verfügung stellt. Daneben gibt es aber auch, und das knüpft jetzt so ein bisschen an das Thema Taskforce vielleicht auch an, eine Lenkungsgruppe, die jetzt unabhängig von den Gremien eben aus dem Blended Learning Bereich und dem Exploratory Teaching Space besteht und aber auch Studierende umfasst. Wichtig war hier für die langfristige Verankerung der Strategie aber auch eine zentrale Serviceeinrichtung zu schaffen, die eben vorhandene Servicestrukturen unter einem Dach vereint.